So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit von Arte Schnitzer euch mal eine Differentialsperre vorzustellen, damit man auch so ein bisschen die Funktionsweise und auch die Komplexität von diesem Bauteil erkennen kann. Wir haben also mit der Firma Drexler zusammen, die ja sehr, sehr bekannt ist im Differentialbereich, eine Differentialsperre entwickelt, die speziell für unsere Fahrzeuge die Performance auf die Strecke bringen kann. Dieses ist jetzt eine Lamellensperre. Jeweils pro Seite arbeiten wir mit drei Lamellen, wo wir dann eben eine Sperrwirkung erzielen kann, womit man eben die Leistung gut auf die Straße bringen kann. Eine Differentialsperre hat ja normal keine Sperrwirkung. Bei dieser Sperre ist es jetzt so, dass wir sowohl im Zugbereich, sprich bei der Beschleunigung, eine 30-40%ige Sperrwirkung erzielen und im Bremsbereich, sprich im Schubbereich, eine Sperrwirkung von ca. 9% erreichen können. Dieses ist möglich über diese wunderschönen Bauteile hier. Und das ist eben dann auch diese Erfahrung und dieses Know-how, wie eine Sperre arbeitet. Man sieht eben pro Seite Schub und Zug, wo die Lamellen positioniert sind. Man muss sich das jetzt so vorstellen, wenn das Auto beschleunigt und hat auf einer Seite keinen Grip, dann würde eben die Kraft gegeneinander arbeiten und diese beiden Räder würden sich gegeneinander verdrehen und damit würde sich dieser Zapfen, der hier die Kraft überträgt, über diese Rampen abstützen. Und diese Rampen ist ein ganz entscheidender Punkt, mit welchen Rampenwinkeln man arbeitet, weil das bedeutet dann eben auch, wie die Sperrwirkung und vor allen Dingen auch, wie die Sperre anspricht. Wie schnell die anspricht, wie die Reaktionszeiten sind und vor allen Dingen, wie giftig oder ich sag mal, wie soft die Sperre arbeitet, was natürlich ganz entscheidend auf einer Rennstrecke ist. Man ist ja immer bemüht, eben die maximale Kraft auf die Straße zu bringen. Und gerade in der Kurvenfahrt ist es halt so, dass einfach durch die Gewichtsverteilung es so ist, dass das kurvenäußere Rad eben besseren Grip hat als das kurveninnere Rad und das kurveninnere Rad dann durchdreht. Und diese Erfahrung haben wir zusammen mit der Firma Drexler dann eben mit unseren Testfahrern entwickelt, um dann eben auch zu sehen, wie eben das Fahrzeug mit maximaler Vortrieb eben auf die Strecke eben voranbetrieben werden kann. Wir hatten es eben schon mal gesagt, gerade für Rundenzeiten ist es natürlich sehr wichtig, dass ich mit beiden Rädern maximalen Vortrieb habe. Und man kann sogar bei so einer Differentialsperre so tief einsteigen, dass man sagt, ich habe eine Rundstrecke oder ich habe eine Nordschleife, damit man einfach mal sieht, welche Sperrwirkung brauche ich. Die könnte sogar noch speziell auf Kundenwunsch angepasst werden, wo man dann sagt, gut, ich nehme auch gerne eine 40- oder 50%ige Sperrwirkung in Kauf, aber das hat natürlich den Nachteil, dass im normalen Gebrauch einfach dann der Verschleiß sowohl an den Rädern wie auch an der Sperre einfach zu hoch wäre. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen näher bringen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Gebilde. Es steckt auch sehr viel Know-how drin. Wir haben eben mit der Firma Drexler einen super Partner gefunden, der genau das, was unsere Testfahrer auf der Strecke entwickelt und erarbeitet haben, in diesem Produkt mit umsetzen können. Vielen Dank.